Klicki? Hä? Doch. Klicki! Klicki! So, ich mach mal hier eine mega spektakuläre Ansage. Jetzt geht's aber richtig los. Es folgt die eine Ansage zu dem einen neuen Folgenberg zu dem einen LPT mit dem einen Nasti und dem einen Rahmschnitzel. Ja. Und zwar geht es um die eine Schlucht. Und ich von. Ihr dürft jetzt mitraten, wie oft ich gerade meinen Zeigefinger hochgehoben habe, weil ich das eine auch, habe ich schon wieder gemacht, optisch unterstütze, obwohl es überhaupt niemand sieht. Das ist gut. Ja. Wie ihr wisst, wie ihr wahrscheinlich nicht wisst, besuchen wir zwei jetzt auch eine Schauspielschule. Deswegen versuchen wir halt immer, vor dem Bildschirm voller Emotionen zu sitzen und mit den Händen und auch Augen herumzufuchteln. Du sollst nicht verraten, dass wir bald auch Hollywood stürmen, Mensch. Entschuldigung. Das war geheim. Das hast du jetzt verraten. Nee, da hast du mit eingefangen. Du hast das eine Geheimnis verraten. Das ist schlimm. Wir haben noch kein anderes. Sonst leben wir ein offenes Verhältnis. Das ist schlimm. Oder so. Behältnis. Jeder sein eigenes. Ich verhalte mich auch. Ja. Ja. So, ein bisschen mal komisch an. Manchmal. Ja, du. Das, wie auch immer. Hier, Mr. Emoticon. Der zählt sich selbst in der Mehrzahl. Richtig, genau. Ja. Vielleicht sind es ja auch zwei. Nein. Da ist nur einer. Er guckt ein bisschen schizophren auf dem Smiley-Bild da. Insofern könnte das schon sein. Na gut, wir wissen es nicht genau. Nee. Kann uns aber auch für die Lösung der Mappe hier egal sein. Richtig. Wir schmeißen uns jetzt in die eine Schlucht. Ja. Hallo! Oh, wir haben uns gerade über tolle Straßennamen unterhalten. Und da möchte ich einmal angemerkt haben, weil es jetzt in der Pause nicht mehr gepasst hat. Und dass eine Freundin mal auf der Vogelstange gewohnt hat. So hieß die Straße. Ja. Fand ich sehr gut. Ja, das finde ich auch gut. Das ist eigentlich ein Ziel für mein Leben jetzt, wo ich dringend mal hin möchte. Also ich muss dringend mal in die Straße auf die Vogelstange. Ja. Ziehen. Dann, ich sag dir später dann die Adresse. Das ist nett. Haha. Haha. So. Ich bin mal hier unten, ne? Falls du es nicht. Also, ach. Hier unten. Ja. Das tipps ja nicht. Ich auch. Ja, so, wunderbar. Hallo. Hi. Das ist. Ich glaube, wir haben die eine Schlucht gefunden. Ich glaube auch. Die eine Schlucht. Die eine Schlucht. You shall not pass. Also. Guck mal, hier ist ein Knopf. Du kriegst keinen Reisepass. Ja, da ist ein Knopf, da ist auch ein Ausgang. Ein Ausgang ist da. Hier ist Wasser. Hier ist noch eine Schlucht. Das kann ja nicht noch die eine sein. Noch eine Schlucht. Die eine und die andere Schlucht. Genau. Ich drück mal den einen Knopf. Dahin ist noch ein Knopf. Ja, was passiert? Nix. What's happening here? I don't think so that anything... Oh! Ow. There was falling something, but what hast was du it? Dir getan, dass du there is flying. There is flying a Würfel. Fly, you fools. Genau. Wo kommt der denn eigentlich? Was, wer? Der Fool? Da hinten, da. Der Sorgenfool. Ach da, das ist hier über die Katapulte. Katapulte? Über die, es ist irgendwie ein sehr holpriges Auto. Über die. Ich versuche mein Auto zu starten. Über die. Da gab es mal, glaube ich, irgendein lustiges Sketch, wo dann halt verschiedene Gefährte anhand ihres Namens quasi nachvertont wurden. So, was passiert? Oh! Wie oh? Ich werde mal hier. Bitte stehen bleiben. Ah, eine Bridge. Ich laufe über die Brücke. Flick. Über die Brücke. Und sitze. Und sitze. Uff, tata. Und sitze. So, die sind wieder weg. Ich weiß aber nicht, was dahinter war. Warum? Hä? Was? Wie? Wo? Hast du auf den Knopf gedrückt gehabt? Ja, yeah, da standen plötzlich Turrets.
Oh, well. Aber warte mal, wir können doch jetzt theoretisch... Warte mal, bitte stehen bleiben. Ja, ich beobachte dich. Lauf! Lauf? What? Fuck. Ew. Verdammt. Verdammt. Aber was wir machen könnten, ist, dass du... Fliegt ihr denn genau da drüber lang, dass man den auffangen könnte? Ja, das Ding könnte man auffangen. Aha. Ich bin mir auch nicht so sicher. Warte, ich... Kannst du theoretisch den Knopf drücken? Ich stelle mich dann hier schon mal hin, gehst dann auf den... Drück. Sprint. Jo. Ich kann nicht schneller. Oh, verdammt. Ja, wie war? Hä? Achso, ja gut. Wahrscheinlich der Weg von mir. Ich glaube, das ist der gleiche im Grunde genommen. Wie von dir zur Brücke ist der gleiche. Ich versuche so auf der anderen Seite da stehen. Und dann kann ich auch nicht den Knopf. Ach ja, ja, ja. Dann kannst du. Ich aber. Warte. Ich kann das. Ja, du kannst das. Du schaffst das. Ich weiß, dass ich das kann. Weil ich kann alles. Das stimmt. Bis auf viele Sachen, aber die seien hier mal nicht angeführt. Du bist auf der sicheren Seite, hoffe ich. Ich bin auf der sicheren Seite. Und rein damit und drauf. Und ich laufe. Und waffle. Da kommt er. Oh yeah. Ich glaub, got it. Fang. Yeah. Everything you want. Ah. Nee, I want. You got it. Everything I need. You got it. Anything at all. You got it. Baby. So, was machen wir jetzt damit? Ich könnte damit jetzt die Turrets wegbröseln. Oh, machst aber du auch aus den, ich wollte gerade sagen, Plätzchenteich, aber der ist ja gar nicht bröselig. Ich habe den einen Würfel. Oh, er schwebt so vor dir. Ja. Ich glaube aber, das geht gar nicht, weil... Doch, das geht ja sowieso. Wo muss denn der Laser rein? Ach, du willst sie wegbrätzen. Ja, ich glaube, der Laser muss irgendwie sonst... Machst dein rotes doch dahin oder dann kommt er zu dir? Ja, ich könnte auch mein rotes. Da kannst du von da aus... Ja, aber die Turrets, die stehen ja nicht da. Ich muss sie erstmal rüberjähren. Das kannst du auch. Soll ich hier stehen bleiben? Ich glaube, das wäre gut. Dann laufe er. Der Laser kommt hier unten raus, ne? Auf der unteren Ebene. Genau. Auf der einen unteren Ebene. Die Frage ist, jetzt kommt hier so der Laser, ja? Ja, du kannst auch den Laser da rauskloppen und dann auf die andere Seite ziehen und dann nimmst du den einfach damit hinten hin. Du kannst von da aus alles zermürben. Ja, aber ich glaube, ich werde vorher sterben. Hast du mich gerade fast abgeschossen hier? Nee, ich glaube nicht, das war weit daneben. Okay. Das heißt ja nichts. Vielleicht hast du einen neuen Auto-Aim-Cheat drauf hier. Ich werde sterben. echt? Ich bin da recht überzeugt von, muss ich ehrlich gestehen. Ich meine, bis du alle weggehauen hast, es dauert aber mächtig. Oh ja, du bist gestorben. Ich habe einen getötet. Wow. Und der Würfel liegt da sogar noch. Ich mach mal hier... Objektbesichtigung. Ich werde mich jetzt gleich mal auf den Knopf da drauf stellen. Warum kann ich eigentlich da rüber springen? Zwei solche Teile, zwei solche Punkte. Ja. Oh. Ich glaube, das war ein Nein. Ich bin ja auch nicht gesprungen. Dann ist das Nein, dann steht das fest. Bitte, was hast du, hattest du gesagt? Warum nur zwei so eine Punkte sind? Ja, genau. Oh, schön. Oh, hast du schön gemacht. Kann man nicht einfach die Bridge hier sich rüberholen? Ah ne, kann man ja nicht. Schade. Nee. Wenn ich hier drücke, fliegt da das Genödel hier lang. Das brauche ich nicht. Genau, richtig. Bleib bitte da stehen. Ich bleibe hier stehen. Sonst gibbe Taue. Okay, dann gehe ich mal hier weg. So, ich drücke hier. Ich habe keinen Laser. Ach, verdammt. Aber du kannst... Ich drücke mal. Ja. Was habe ich jetzt davon? Ah nee, du kommst ja bis dahin gar nicht. Du kommst ja da bis What ich, habe ich Ich bring davon? Dir mal den Laser. Ja, ich kann mir den auch selber Bitteschön. Holen. Bitteschön. Ja, der ist so an der Seite jetzt hier. Wo willst du denn hin haben? Da so? Wobei, das geht. Oder hier so? Ja, ich muss ja ein bisschen seitlich. Da? Man kann das... Au! So. Nee. Ne? So ist doch genau gut, bei dem Dingen. Dann soll doch ich das denn weiter hier? Nee, passt.
Wehe, du nimmst ihn jetzt. Oh, das passt super, wunderbar. Ja, oh. Oh, was die immer heulen hier. Ach, es ist nur noch einer. Mein Bauch, oder was sagt der? Wimms. Oh no. Sagt er echt mein Bauch oder wie habe ich das verstanden gerade? Ich glaube. Das Tolle ist, wahrscheinlich werde ich gleich eingeschlossen sein hier drinne. Ja. Ja. Ach nee. Oh. Was passiert? Ich weiß nicht. Oh, da kommt ein Ball. Ah, eine Kugel. Eine Kugel. Und die fällt auch nur, wenn du den Draft gehst. Wenn du den Draft drückst. Ich denke mal. Oh, ich muss hier wieder rein. Ich glaube, du kannst da erstmal weg. Oh, kannst du gar nicht. Nee, wir müssen ja ein Ding fangen. Wie lange braucht sie denn? Zu lang, zu kurz. Ich drücke und ich gehe da mal hin. Sie kommt! No! Ich glaube, wir brauchen das Prisma hier, wo ich bin. Dann legen wir das Prisma hier auf den. Richtig. Wollte ich gerade vorschlagen. Das finde ich gut. Aber rede bitte weiter. Ich rede immer viel mehr als du. Das ist voll schlimm. Ich komme mir immer so aufdringlich vor. Als ob ich immer hier der Alleinunterhalter wäre. So. Genau, das wollte ich gerade sagen. Lup. Stellst du dich da in der Mitte auf the Bridge? Ja, ich bin voll dabei. Ist cool. Oh. Da fährt etwas hinter mir entlang. Ja, die holen uns gleich. Es kommt ein Ball. Es kommt. Es kommt ein Ball geflogen. Oh, jetzt muss ich... Entschuldigung, ich muss nochmal. Ich hab so bei dir gestarrt, dass ich jetzt leider nochmal drücken muss. Das ist ja wie beim Volleyball hier. Oder beim hier Brennball oder wie du tees. Oh, Brennball. Was war das noch? Da gab es sich gegenseitig abklitzen ich oder. Ich glaube ja, das war bei uns immer so, dass. Ach, meine Station, ne? Genau, irgendwie. Oh. Vorsicht! Ja, hinter dir ist nichts mehr. Oh. Aber da geht hier das. Kann man den reinrollen? Soll ich mal so crazy sein? Der rollt da nicht rein, der prallt da nur ab. Kann man den reinschmeißen? Ist das Blöde, der fällt halt gleich ins Wasser dann wahrscheinlich. Ja, klar. Also falls ich nicht treffe. Dann holen wir ihn her. Oh. Das ist hier wie beim, wie heißt denn das jetzt? Kegel war nicht, auf dem Jahrmarkt. Diese Rollen, wo man die Kugel rollt und dann geht die über so eine Rampe und dann muss die in so ein Feld rein oder in so eine Dingens. Ich kenne das irgendwie nur vom Minigolf, glaube ich. Ja, das ist so ähnlich, nur halt ohne Schläger. Ja, aber das kann ich doch nicht da reinwerfen. Oh. Ich frage mich ja, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, ob wir hier sterben müssen. Also da oben ist noch was. Wie da oben, da ist ja nichts. Nee, da ist ja nichts. Da ist Beleuchtung. Um diesen Moment zu illuminieren. Das ist tatsächlich jetzt die Frage, ob du sterben musst. Ich will auch nicht sterben. Obwohl, du bist auch schon gestorben. Für Frankreich! Oh, hallo so, Wasser. Frankreich? Weiß ich nicht. Weil es unser Nachbarland ist. Da muss man Loyalität zeigen. Für Polen! Und die haben schöne Krebs. So. Stimmt. Das ist wichtig. Wobei, Belgien hat belgische Waffeln, das ist auch cool. Ja, das stimmt auch wieder. Hallo. Verdammt, da bist du ja schon. Ich wollte einen Schluck trinken. Jetzt kann ich keinen Schluck trinken. Ja. Du versperrst auch überhaupt nicht den Weg. Ja, sehr schön. Warum musst du beim Trinken stehen bleiben? Weil ich dafür beide Hände brauche. Warum gehst du da schon rein? Ja gut, das ist eine Zeit. Damit ich was trinken kann. Achso. Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser liebkosen kann. Mein Vater war ein Elefant. So, die eine Schlucht. Ja, haben wir in nur einmal 15 Minuten circa geschafft. Eine Folge. Yes. Oh. Das ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Uga. Uga? Männlich. Ja. Du meinst, männlich ist, wenn man Verlust von der Muttersprache, ja? Das ja, ist möglichst männlich. Primitiv. Ja, bei manchen Leuten ist es ja tatsächlich so,
je naturnah sie sind, sag ich mal, oder ihren Urahnen ähnlicher sind, umso cooler fühlen die sich, habe ich den Eindruck. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Ohne jetzt hier Gesellschaftskritik üben zu wollen. Deswegen versuche ich mich auch ab und zu mal einfach ein paar Wochen lang nicht zu duschen. Es geht gar nicht mal ums Duschen, sondern um die Verhaltensweisen. Ja, das kommt ja dann. Das kommt ja dann natürlich mit einher, ne? Wenn man nicht geduscht ist und so, dann spricht man halt auch automatisch wie ein Assi und verhält sich wie ein Assi. Ich bin mir gerade mal nicht sicher, aber Selbstexperiment wäre mir wahrscheinlich zu blöd. Nee, das wäre einfach ein. Ich könnte, glaube ich, nicht einschlafen, weil ich selbst von dem Gestank immer wach würde. Kann ich auch nicht verstehen, wenn Leute irgendwie am Miefen sind, dass man es gegen den Wind 3 Kilometer merkt. Ja. Aber solche Leute gibt es ja zum Glück eher selten. Gott sei Dank, ja. Ja. Ja, toll, was wir alles für Themen hier abarbeiten. Ist einfach schön, ja. Ich hätte gerne am Ende dieses Let's Plays eine Zusammenfassung aller Themen, die wir jemals angeschnitten haben. Es ist quasi der Brockhaus. Ja, es wäre eine neue Religion, die hier entstehen würde. Die Portal Religion. Ja. Religion. Und da geht es nur darum, den ganzen Tag über irgendwas zu quatschen. Ja, aber... Naja. Ich meine, und man muss natürlich muss man Abgaben auch erstmal zahlen, ne? Können, über Dinge einfach quatschen können. Ja, das stimmt. Das auch stimmt. Wenn man da keine Ahnung von hat. Das ist, glaube ich, so ein Knackpunkt von Smalltalk und sowas. Ja, richtig. Wobei es halt teilweise ein bisschen schwierig ist, wenn der andere dann richtig Ahnung davon hat. Ja. Dann kann man da auch mal ins Fettnäpfchen treten. Ich mag es vor allem dann nicht, wenn ich hier schon mal gerade am Lästern bin. Ja. Nee, aber wenn tatsächlich man selber Ahnung von dem Thema hat und da kommt irgendjemand anders und glaubt halt oder hat eigentlich weniger Ahnung, aber glaubt, dass er Ahnung hat und präsentiert dann seine Sachen total als richtig und überhaupt das einzig Wahre und er ist voll der Checker selber. Mhm. Ne? Und man selber ist eher nicht so, dass man sich in den Vordergrund drängt und trotzdem die Ahnung hat und der andere dann irgendwie dafür gefeiert wird, dass er ja so schlau ist und man selber steht dann daneben und denkt sich die ganze Zeit, das ist aber alles total falsch. Ja. Noob, Anfänger. Ja. Und kennst du. Weißt du, was du machen musst? Du musst einfach warten. Einfach warten, bis er fertig ist. Und dann mit dem ganz zum Schluss einen Salzstreuer durch die Gegend rennen. Genau. Und rein in die Wunde damit. Ganz zum Schluss einfach sagen, Moment, ja, das klingt ja alles ganz gut, aber dein erster Ansatz war schon mal falsch. So, ja. Damit reitest du den Menschen richtig in die Kacke. Das ist schön. Ja. Da stellst du richtig sagen, bloß, machst du richtig nackig. Das stimmt. Hm. Ja, nackig. Wunderschönes Schlusswort. Ja. Finde ich auch. Fühlen wir uns auch gerade. Ja. Weil wir die eine Schlucht Machen hier ständig den Seelenstriptease für euch. Ja. Ihr lernt hier sagen, das Innerste von uns kennen. Ja. Ist aber schön. Ich glaube, ich sollte mir die Folgen nochmal anschauen. Vielleicht lerne ich dann noch was über mich selber. Ja, das stimmt. Ja. So. Kann man bestimmt tatsächlich. Wie auch immer, komm, es reicht jetzt. Hör mal auf zu quatschen die ganze Zeit. Hältst du uns auch so lange auf? Ja, tschüssen. Tschüss. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Hier mein Portal 2. Let's play together. Yeah. Mm.